So, das ist das Thema, mit dem wir uns beim letzten Mal zum Schluss beschäftigt haben. Das TSP, das Handelsreisendenproblem in Form eines ILPs zu modellieren. ILP ist Integer Linear Programming, ist eine sehr eingeschränkte Form, Problemstellungen zu modellieren. Nämlich, Sie haben im Wesentlichen die Möglichkeiten zur Verfügung, die Sie in der linearen Algebra immer wieder gesehen haben. Eine lineare Funktion ist eine Funktion, wo Sie jede einzelne Variable mit einem Koeffizienten multiplizieren und das Ganze aufsummieren. Und das war es auch schon. Mehr kann eine lineare Funktion, zumindest in den Vektorräumen, von denen wir hier reden, nicht sein. Eine lineare Bedingung, eine lineare Nebenbedingung sind zwei linearen Funktionen, links und rechts, zwischen einem binären Vergleichsoperator gleich, kleiner gleich oder größer gleich. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Das heißt also, minimiere oder maximiere eine lineare Funktion unter linearen Nebenbedingungen. Zusätzlich noch das i für Integer ganzzahlig. Das heißt also, man kann für jede Variable fordern, entweder dass sie reellwertig ist oder dass sie ganzzahlig ist. Das ist noch möglich. Wenn das i nicht dasteht, nur LP, Linear Programming, dann heißt das, alle Variablen müssen beliebig reellwertig sein. Die Einschränkung auf ganzzahlige Werte ist nicht zulässig. Warum machen wir das? Nochmal zur Wiederholung, auch wenn wir es beim letzten Mal intensiv gesagt haben. Wir machen das aus zwei Gründen. Erstens ist ILP für sich genommen interessant, weil es dafür sehr gute Löser gibt, sehr effiziente Löser im Verhältnis zu dem, was das gesamte Spektrum an Möglichkeiten in OPL möglich ist. Und zum Zweiten ist es auch eine sehr einsichtsreiche Übung zu sehen, dass sich verschiedene Problemstellungen in so einen engen Rahmen durchaus pressen lassen. So, das war die Vorrede. Diese Folie ist nicht neu, haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Wie wir die ersten Schritte, die wir gemacht haben, um das TSP, das Handelsreisendenproblem, als ILP darzustellen. Dazu haben wir erst einmal die Variablen eingeführt. Wir haben erst einmal definiert, in welcher Form wir die Variablen darstellen wollen, in der wir eine Lösung darstellen wollen. Und zwar haben wir gesagt, das kennen Sie von Kürzeste-Pfade-Problemen, wir wollen das Ergebnis als eine Matrix haben, wo für jeder Eintrag entweder 0 oder 1 ist und 1 heißt, dass es in der Rundtour im Ergebnis eine Kante geben soll von i nach j. Das heißt also, dass j zyklisch auf i unmittelbar folgt. So, und dann haben wir schon festgestellt, dass das schon ausreicht an Informationen, um die Zielfunktion darzustellen, die wir minimieren wollen. Auch ein be Ihnen bekanntes Schema. Die x sind 0,1 Werte. 0, also das Produkt ist 0, wann immer die Kante ij nicht im Ergebnis drin ist. Und das Produkt ist gleich dij, wann immer die Kante im Produkt drin ist. Das heißt, was wir hier aufsummieren, ist die Längen der einzelnen Kanten und damit genau das, was wir eigentlich aufsummieren, als Ergebnis haben wollen, als Zielfunktion. So, wir haben auch schon erste Nebenbedingungen identifiziert, was hier steht, auch wieder analog zu dem, was wir intensiv mit OPL im Zusammenhang mit kürzesten Pfaden betrachtet haben. Was hier steht, ist, dass für jeden Knoten, für jedes Objekt, das wir in der Rundtour verbinden wollen, für jeden Knoten gilt, dass die Summe der rausgehenden Kanten 1 ist, der korrigierenden Kantengewichte. Das heißt, es geht genau eine Kante raus und spiegelsymmetrisch geht genau eine Kante rein. Wir haben aber auch gesehen, dass das allein noch nicht ausreicht, denn mit diesen Bedingungen alleine sind solche Sachen hier nicht ausgeschlossen. Das ist vermutlich wenn wir euklidische Distanzen hernehmen, ist das vermutlich die beste Lösung, die wir herausbekommen können, aber es ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen eine Rundtour.
Wir haben beim letzten Mal schon eine Möglichkeit diskutiert, wie wir Rundtouren modellieren können, wie wir dafür sorgen können, dass solche Subtouren ausgeschlossen sind, indem wir eben jede echte Zerlegung der Knoten in zwei Mengen hernehmen. Echt heißt, dass sowohl in der Menge S selber wie auch in ihrem Komplement jeweils mindestens ein Knoten drin ist. Und wir sagen, für jede solcher Menge soll mindestens eine Kante von der Menge S selber in ihr Komplement übergehen. Wir haben beim letzten Mal schon eingesehen, dass das ausreicht, um sämtliche Subtouren, um sämtliche Möglichkeiten für Subtouren auszuschließen. Denn wenn es eine solche Subtouren gibt, dann können wir die Menge S entsprechend definieren und dann schauen wir nach in unserer Menge der Nebenbedingungen. Es ist eine Nebenbedingung für diese Menge S da, eben wie für jede andere Menge S auch. Und diese Nebenbedingung ist verletzt. Es geht keine Kante von S nach S quer rüber. Auf der anderen Seite werden keine Rundtouren ausgeschlossen, denn diese Bedingung unten, dass die für jede Menge S gilt, ist eine notwendige Bedingung für Rundtouren. Die wird von jeder Rundtour erfüllt. Dieser Satz von zusätzlichen Bedingungen. Also haben wir keine Rundtouren ausgeschlossen, wir haben es damit korrekt modelliert. Haben auch noch beim letzten Mal gesehen, wir müssen hier tatsächlich größer gleich einschreiben und nicht gleich 1, denn ansonsten können wir für jede Rundtour eine Menge S basteln. Für jede Rundtour auf einer nicht trivialen Anzahl von Knoten können wir eine Menge S basteln, so wie hier diese Bedingung hier oben gleich 1 verletzt. Das heißt also, es ist essentiell, dass wir größer gleich 1 und nicht gleich 1 schreiben. Wenn wir gleich 1 schreiben würden, wäre die Lösungsmenge die leere Menge. So, zur Erinnerung, wir werden niemals wirklich beweisen können, dass ein Modell korrekt ist, denn um mathematisch Dinge beweisen zu können, brauchen wir erst einmal als Voraussetzung ein Modell und innerhalb der Modellannahmen, etwas vornehmer Axiome genannt, innerhalb der Modellannahmen können wir dann Aussagen beweisen, was ja nichts anderes heißt, als dass wir aus den Axiomen mit den allgemeinen Regeln der Logik weitere Aussagen ableiten. Aber solange wir noch kein Modell haben, können wir mathematisch nichts beweisen. Wir sind auf dem unsicheren Feld des induktiven Schließens und der Empirie. Das heißt also, wir können die Mathematik nicht zu Rate ziehen, um festzustellen, ob ein Modell korrekt ist oder nicht. Wir müssen uns das selber überlegen und hin und wieder müssen wir uns unangenehmerweise davon überraschen lassen, dass irgendwelche Beispiele uns zeigen, die wir durchrechnen, Beispiele, die wir durchrechnen und zeigen, dass unser Modell doch nicht korrekt war, dass wir doch an irgendetwas nicht gedacht haben. Hier in diesem einfachen, längst über Jahrzehnte hinweg ausgelutschten Fall wird uns das sicherlich nicht auftreten, aber wenn Sie ein komplizierteres Problem aus der Industrie hernehmen und das modellieren, dann ist das ein ernsthaftes Problem, dass Sie wirklich an alles denken. Allein schon ist es ein nicht triviales Problem, dafür zu sorgen, dass Ihr Gesprächspartner, Ihr Kunde, auch seinerseits daran denkt, alles Ihnen zu sagen, was für Ihre Modellbildung wichtig ist. Gut, wir haben auch schon festgestellt, was der Pferdefuß war von dieser Modellierung, nämlich, dass sie viel zu groß ist, dass wir eine exponentielle Anzahl von Bedingungen haben. Das heißt also auch schon für moderate Größen, für moderate Anzahl von Knoten geht es nicht mehr. Hier, wie viele kriegen wir raus? 2 hoch n minus 2, also 2 hoch n Teilmengen gibt es insgesamt für eine n-elementige Menge. Die leere Menge und ihr Komplement sind ausgeschlossen, also 2 weniger, aber es bleibt dabei, dass wir exponentiellen Aufwand haben. Und die Frage ist, können wir das besser hinkriegen? Können wir diese Asymptotik in den Griff bekommen? Und in den Griff bekommen heißt zumindest erst einmal als notwendige Bedingung, dass sich die
das asymptotische Wachstum der Bedingungen wenigstens durch ein Polynom vernünftig kleinen Grades abschätzen lässt. Und das werden wir sehen, dass das durchaus geht. So, gucken wir uns mal an, was ist das Problem? Wir haben es ja eigentlich schon identifiziert, dass hier ist nur, wenn ich das mal so informell sagen darf, Korinthenkackerei, um das nochmal festzustellen. Die Anzahl der Variablen, die widerspricht nicht der polynomialen Größe. Das ist quadratisch viele in der Anzahl der Knoten. Oder auch linear viele in der Anzahl der Kanten. Also besser geht's nicht. Die Nebenbedingungen, die sagen, dass genau eine Kante raus und genau eine Kante in jeden Knoten reingeht. Das sind für jeden Knoten zwei Gleichungen auf diesen Variablen. Das ist alles von moderater Größe. Das ist auf jeden Fall erstmal polynomial. Dann haben wir noch die Bedingungen, die wir jetzt gar nicht gesagt haben. Wenn die x in 0, 1 Werte sein sollen, dann heißt das zwei Dinge. Erstens, sie müssen größer gleich 0 und kleiner gleich 1 sein. Und zweitens, sie müssen ganzzahlig sein. Ja, die Ganzzahligkeitsbedingung plus die Bedingung größer gleich 0, kleiner gleich 1 ergibt natürlich genau binäre Variablen x aus 0 und 1. Ist auch alles Kleinkram. Das können wir alles übernehmen, ohne dass es uns irgendwie Kopfschmerzen macht. Was, und das haben wir ja schon gesehen, was das Problem ist, das einzige Problem sind diese zusätzlichen Bedingungen, die wir eingeführt haben, um Subtouren zu eliminieren. Und die müssen wir also ersetzen durch eine andere Menge von Bedingungen. Vielleicht nur ganz kurz eine Exkursion. Ich weiß nicht, inwieweit das in der Mathe 3 oder sonst wo thematisiert wird, aber in der Praxis haben Sie es bei vielfältigen Anwendungssituationen, beispielsweise von Anwendungssituationen von Matrizen, beispielsweise Differentialgleichungssysteme, die Ihnen ja in der Mathe 3 sicherlich begegnet sind, oder? Differentialgleichungssysteme? Wenigstens gewöhnliche Differentialgleichungssysteme? Gut. Oder aus der Ökonomie irgendwelche Matrizen oder so etwas. Der typische Fall ist, dass diese Matrizen extrem dünn besetzt sind. Ja, das bedeutet, dass die weit überwiegende Mehrheit aller Einträge null ist. Ja, dass sie, wenn sie x Spalten und y Zeilen haben, dass die Anzahl der Nicht-Null-Einträge linear in x und y ist und damit natürlich bei weit um eine asymptotische Größenordnung kleiner als die Größe der Matrix, die ja x mal y, Spaltenzahl mal Zeilenzahl ist. Und typischerweise was man typischerweise dann macht, ist, dass man nicht die Matrix als ein zweidimensionales Array speichert, sondern dass man beispielsweise ein Array von Zeilen, oder sagen wir mal von Spalten, das kann ich mir jetzt gerade besser vorstellen, ein Array von Spalten macht. Und in jedem Array gibt es eine, jeder Eintrag ist wiederum ein Array von Zeilen, und zwar nicht von allen Zeilen der Matrix, sondern nur von den Zeilen, wo nicht Null-Einträge sind. Und für jede dieser Zeilen wird erstens gemerkt, was ist die Zeilennummer und was ist der Nicht-Null-Eintrag an dieser Stelle. Das will ich hier nicht weiter ausführen. Dazu habe ich, kann ich im Forum posten, dazu habe ich ein Live-Coding in der Allgemeinen Informatik 1 letztes Semester gemacht. Genauso eine solche Matrix-Klasse habe ich live in der Vorlesung mal implementiert. Darauf kann ich Sie verweisen, wenn Sie das näher interessiert, wie man sowas baut, falls Sie das nicht irgendwo eh schon in Lehrveranstaltungen gesehen haben. Ist sicherlich eine wichtige, einsichtsreiche Sache fürs Leben, wenn auch nicht für die Prüfung. So, und damit ist die Größe, die Kodierungsgröße der Matrix natürlich viel, viel kleiner als die Größe der Matrix selber, weil man sich die ganzen die ganzen Null-Einträge gespart hat und nur die Nicht-Null-Einträge überhaupt gespeichert hat. Man muss zu jedem Nicht-Null-Eintrag dann noch die Zeile speichern, aber das ist natürlich nichts im Verhältnis zu dem Aufwand,
den man hätte, wenn man wirklich die Matrix als zweidimensionales Array speichern würde. So, wie kommen wir jetzt zu einem polynomial großen Modell für das TSP? Hier sehen wir ein Beispiel für eine Grundidee, die sich immer wieder mal in Modellierung verwenden lässt. Wenn wir mit den Variablen nicht hinkommen, die sich natürlicherweise in der Modellierung ergeben, mit diesen Xen, die wir bisher haben, wenn man damit nicht hinkommt, macht es unter Umständen Sinn, sich zu überlegen, kommt man besser hin mit ein paar Variablen mehr. Sie kennen vielleicht aus der grafischen Datenverarbeitung oder aus der linearen Algebra ein sehr viel einfacheres Beispiel dafür, homogene Koordinaten. Sagt Ihnen das was? Kennen Sie das? Vielleicht nur ganz kurz. Ich denke, das ist sinnvoll, das mal auf jeden Fall gesehen zu haben und vielleicht sogar ein kleines bisschen verinnerlicht zu haben. Sie haben folgende Situation. Sie wissen, dass sich verschiedene grafische Operationen als Linearfunktionen darstellen lassen. Ja, verschiedene Abbildungen des Raums in sich selber. Das zweidimensionalen, das dreidimensionalen, das beliebig dimensionalen Raums. Ja. Eine Drehung haben Sie gesehen. Das ist eine Matrix mit da irgendwie Cosinus, Sinus verteilt. Haben Sie mit Sicherheit gesehen. Eine Spiegelung ist eine einfache Diagonalmatrix und so weiter und so fort. Ja, diverse Operationen lassen sich als lineare Funktionen darstellen. Es gibt aber auch Basisoperationen, grundlegende Operationen, die sich nicht als lineare Transformation des Raums in sich selbst darstellen lassen, die man aber gerne eigentlich als mit hineinnehmen möchte in das Spielchen. Ja, wenn Sie eine Transformation des Raums in sich selber durch eine Abfolge von linearen Funktionen beschreiben, eine Drehung, eine Spiegelung und so weiter, was machen Sie? Das mathematische Äquivalent ist Multiplikation der entsprechenden einzelnen Matrizen zu einer Gesamtmatrix, die die Gesamttransformation darstellt. Ja, sollte Ihnen alles bekannt sein. Was beispielsweise nicht linear darstellbar ist, was keine lineare Funktion ist, ist die ganz gewöhnliche Translation, die Bewegung des Raumes um einen Vektor. Oder etwas Zweites, was man gerne in der grafischen Datenverarbeitung haben möchte, sind verschiedene Projektionen, perspektivische Projektionen. So etwas. Es sind auch keine linearen Funktionen. Aber, das ist jetzt der Punkt, warum ich darauf zu sprechen komme in diesem Zusammenhang, man kann beispielsweise die Translation zu einer linearen Funktion machen, indem man eine Koordinate hinzunimmt. Ich versuche das mal in dem allereinfachsten Fall zu machen. Wenn Sie einen also aus einsichtigen Gründen muss ich mich in der Dimension sehr stark beschränken. Wenn Sie in der eindimensionalen Fall eine Translation haben, die Verschiebung des Raumes um einen Vektor, der natürlich ein Skalar dann ist, ein eindimensionaler Vektor, dann ist das keine lineare Funktion mehr. Jedes x wird abgebildet auf x plus dieses a, um das das Ganze verschoben wird. So, wenn Sie jetzt eine Dimension noch hinzunehmen und das Ganze auf die Ebene 1 hochheben, dann haben Sie die Situation, dass Sie jedes x, wenn Sie jedes x um ein a nach rechts verschieben, dass das tatsächlich eine lineare Funktion geworden ist. Jetzt muss ich spontan gucken, dass ich das nicht falsch mache. x1 soll abgebildet werden auf x plus a1. Und zwar, wie kriege ich das hin durch eine lineare Funktion? Indem ich
indem ich das umgekehrt betrachte, wie muss die Matrix aussehen, damit das genau rauskommt? Hier müsste ein 1 stehen, hier müsste eine A stehen, nicht? Und was müsste hier unten stehen? Eine 0 plus eine 1. Ist das richtig? X plus A als obere und 0x plus 1 als untere. Ja? Was Sie gemacht haben, ist eine zweidimensionale Transformation, wo hier zum Beispiel auf Ebene 1/2 nur um die Hälfte verschoben wird und so weiter und so fort. Das kann ich sinnvoll nur zeichnen mit meinen eingeschränkten künstlerischen Fähigkeiten, wenn der Ausgangspunkt eindimensional ist. Aber ich denke, Sie haben genug Erfahrung mit Linearalgebra, um sich das entsprechend höher vorzustellen, beziehungsweise wenn Sie bei der Wikipedia oder anderswo nachgucken nach homogenen Koordinaten, werden Sie bestimmt schöne Zeichnungen dazu finden. Und was ich jetzt auch nicht mehr machen will, ist, wie das dann aussieht mit perspektivischen Projektionen und so weiter und so fort. Mir ging es jetzt hier nur ums Prinzip und dieses Prinzip werde ich jetzt kurz nochmal abfotografieren und dann können wir das Thema verlassen und wieder zum TSP zurückkommen. So. Ich glaube, das da vorne muss ich nicht mit fotografieren. Es reicht, wenn ich den eigentlichen Kernpunkt fotografiere. Jawohl. Na gut, den fotografiere ich jetzt auch noch. Soll keiner sagen, dass ich den Kontext nicht mitliefere. So, also TSP. Grundidee, wenn wir mit den Variablen nicht hinkommen, dann vielleicht noch weiteren Variablen hinzufügen und darauf dann Nebenbedingungen basteln, ist wesentlich komplizierter als das Thema homogene Koordinaten, das ich jetzt kurz angesprochen hatte, aber ich kann Ihnen aus Jahren von mündlichen Prüfungen sagen, ist durchaus machbar. Ich will versuchen, so weit wie möglich den Eindruck zu vermeiden, dass das Ganze, was ich jetzt vorstelle, so vom Himmel gefallen ist. Ich will versuchen, so weit wie möglich nachzuzeichnen, wie man darauf kommt, dass man die Variablen und die Bedingungen so definiert und nicht anders. Da werde ich allerdings nicht umhin können, Sie dann auch mit dem zugehörigen Beweis zu quälen, denn das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Beweise nicht nur Quälinstrumente für Schüler und Studierende ist, sondern dass sehr oft in den Beweisen das Verständnis drinsteckt. In den Beweisen die Antwort auf die Frage nach dem Warum drinsteckt. Nicht in jedem Beweis. Manche Beweise, wissen Sie ja selber, sind nur irgendwelche technischen Schlachten mit Epsilon und Co. Beziehungsweise oft genug ist es sogar so, wenn man hinter die Epsilons und so weiter schaut, sieht man vielleicht doch die Antwort auf die Frage nach, warum das so ist und nicht anders. Aber hier ist es, denke ich, ein gutes positives Beispiel, dass Beweise nicht unbedingt der Feind der Studierenden sind, sondern oft genug der Freund der Studierenden. Sie müssen nur die Freundschaftsanfrage annehmen. So, wir machen jetzt erst einmal eine ganz einfache Festsetzung, dass wir sagen, wir haben einen Freiheitsgrad, ja. Wir können entscheiden, welcher Knoten der erste ist. Ja? Die Lösungsmenge hängt letztendlich nicht davon ab. Und diesen Freiheitsgrad, den nutzen wir, da legen wir einfach mal fest, der allererste Knoten, der besucht wird, ist der Knoten mit der Nummer 1. Fertig. Ist eine willkürliche Festlegung, genauso gut oder genauso schlecht wie jede andere willkürliche Festlegung. So. Wir werden dann noch diskutieren, warum wir das so machen, dass wir jetzt die 1 festlegen und nur für 2 bis n weitere Variable einrichten, weil wir werden dann feststellen, wenn wir
das für die Variablen 1 bis n machen würden, hier weitere Variablen einzurichten, dass wir dann wieder zu einer leeren Lösungsmenge kommen würden. Aber nehmen wir erstmal als gegeben hin. Wir haben den Freiheitsgrad genutzt, um den ersten Knoten Entschuldigung, den ersten festzulegen. Und wir führen jetzt für alle anderen Knoten jeweils eine Variable ein. Und die Idee ist erstmal die Intention dieser Variablen ist erstmal ganz einfach. Schauen Sie erstmal hier nach unten. Die Idee, die Intention ist, dass diese UI die Position jedes Knoten in der Rundtour angeben. Ja? Für den Knoten, der in der zweiten Position ist in der Rundtour, soll dieses U den Wert 2 haben. Für den Knoten, der in der dritten Position ist, soll es den Wert 3 haben und so weiter und so fort. Nur eben nicht für den ersten, da haben wir es festgelegt. Diesen Freiheitsgrad haben wir und den haben wir ausgenutzt. Das ist die Intention. Wir müssen natürlich die Nebenbedingungen so gestalten, dass diese Intention tatsächlich erfüllt wird. Das heißt also, dass alle Belegungen der U's oder dass die eine Belegung der U's, die dieser Intention entspricht, dass die nicht ausgeschlossen wird durch die Nebenbedingung, dass aber alle Wertebelegungen dieser U-Variablen, die nicht dieser Intention entsprechen, dass die ausgeschlossen werden. Ja, dafür müssen wir dann noch durch die Nebenbedingungen sorgen. So, diese Nebenbedingungen, was müssen wir tun? Diese zusätzlichen Nebenbedingungen, die unsere Problembär-Nebenbedingungen ersetzen sollen, die sollen natürlich keine Rundtour ausschließen, denn jede Rundtour, die ausgeschlossen wird, könnte zufällig die optimale gewesen sein. Also es darf keine einzige Rundtour ausgeschlossen werden. So, jetzt ein bisschen klingt ein bisschen komplizierter, als es zuerst notwendig erscheint. Wir haben gesagt, es sollen alle Subtouren ausgeschlossen werden. Genauer, es soll jede Subtour ausgeschlossen werden, die nur Knoten 2 bis n enthält. Oder andersrum gesagt, es soll jede Subtour ausgeschlossen werden, die nicht den Knoten 1 enthält. Das reicht, denn wenn Sie sich vorstellen, die Lösung zerfällt in Subtouren, dann sind es mindestens zwei Subtouren logischerweise. Nur eine davon kann die 1 enthalten. Es muss mindestens eine zweite oder noch mehr Subtouren geben, die die 2 nicht enthalten. Das ist vielleicht ein bisschen komischer Gedankengang, aber eine schöne kleine logische Schulung. Wenn wir es schaffen, Subtouren auszuschließen, die nur Knoten 2 bis n enthalten, dann haben wir Subtouren insgesamt ausgeschlossen. Denn wenn es eine Subtour gibt, die die 1 enthält, dann muss es auch Subtouren geben, die die 1 nicht enthalten. So, wie sehen die Bedingungen aus? Als ich damals vor langer Zeit die Folien designt habe, habe ich mich entschieden, an dieser Stelle einfach erst einmal die Bedingungen, um die es geht, vom Himmel fallen zu lassen und dann im Nachgang zu erklären, durch den Korrektheitsbeweis zu erklären, warum die Bedingungen so aussehen, wie sie aussehen. Das erschien mir und erscheint mir auch heute noch, trotz aller offensichtlichen Nachteile, die es mit sich bringt, wenn man einfach irgendwas vom Himmel fallen lässt, ohne es gleich zu erklären, erscheint mir das trotzdem in diesem Fall die bessere Herangehensweise. So, für jedes Paar aus 2 bis n, ja, 1 haben wir festgehalten. Und für jedes Paar aus 2 bis n, die nicht gleich sind, haben wir eine neue Bedingung und die sieht so komisch aus. Lassen wir das erst einmal so stehen, ja? Nehmen Sie das einfach erstmal hin. So sehen die einfach aus. Da kommen die U's drin vor und da kommen die X's drin vor. Natürlich müssen das Bedingungen sein, die die U's und die X's enthalten, ja, die U's und die X's können ja nicht entkoppelt sein. Wenn die U's von den X's entkoppelt sind, dann nützen uns die U's gar nicht, dann hätten wir sie gar nicht erst einführen müssen. Also, wir brauchen Bedingungen, so wie die hier, wo die U's und die X's drin sind. So, und hier habe ich noch zwei Koeffizienten offen gelassen.
Und die Behauptung, hier etwas tiefstaplerisch als Einsichten angekündigt, die Behauptung ist, wenn wir uns erstmal darauf einschränken, dass der erste Koeffizient hier größer als der zweite Koeffizient ist, dann führt jede Subtour auf der Knotenmenge 2 bis n, auf einer Teilmenge darauf, zu einem Widerspruch mit diesen Bedingungen. Zweiter Punkt. Wenn wir noch genauer die beiden Koeffizienten wählen, nämlich C1 gleich n und C2 gleich n minus 1, haben wir auch das zweite erreicht, nämlich dass keine Rundtour ausgeschlossen ist. Das heißt, wenn wir tatsächlich gemäß dieser Einsichten C1 und C2 so wählen, dann haben wir ein korrektes Modell. So, ich lasse diese Folie jetzt mal hier stehen. Und also ich habe mir überlegt, ich arbeite in der Vorlesung nicht mit eingefrorenen Folien, weil es dann eine Inkonsistenz gibt zwischen dem, was ich mit Ihnen hier bespreche, wo ich dann auf eingefrorene alte Folien verweise, und der Aufnahme, die natürlich immer nur eine Folie zeigt. Aber ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. So. Wie ich versuche Ihnen jetzt zu erklären, dass diese Bedingungen nicht vom Himmel gefallen sind, sondern dass die ganz logisch sind, wenn man erst einmal auf den Grundgedanken gekommen ist. Und dafür führe ich jetzt erst einmal zum Widerspruch eine Subtour ein. Ja? Wir haben eine Subtour auf einer beliebig großen Menge von Knoten. So, auf einem Knoten I1, einem Knoten I2, I3 und so weiter bis zu einem Knoten IL und Vorgängerknoten IL-1. Ja, das ist eine Subtour zum Widerspruch mit I1 bis IL aus 2 bis n. Wir wollen zeigen, dass das nicht geht. Können Sie das lesen? Falls nicht, sitzen Sie zu weit oben. So. Wir nehmen uns diese Bedingungen jetzt her und führen die erst einmal untereinander auf, für die einzelnen Kanten auf dieser Rundtour, auf dieser Subtour. Und zwar fangen wir an mit, was ist, erst kommt immer I und dann J, das heißt, wir fangen an mit UI1 minus UI2 plus C1 mal x, wenn wir hier immer Kanten hernehmen, dann ist x immer 1. Brauche ich nicht extra hinzuschreiben. Das ist kleiner gleich c2. Nicht? Ich habe für die erste Kante damit, hoffentlich korrekt, die Bedingung hingeschrieben. Verkürzt, weil ich weiß, dass das x ja 1 ist, da das ja eine Kante ist, die in der Lösung drin ist. Das kann ich jetzt weitermachen. UI2 minus UI3 plus C1 kleiner gleich C2. Und vielleicht noch einmal UI3 minus UI4 plus C1 kleiner gleich C2 und so weiter und so fort. Jetzt müssen wir noch dran denken. Wir haben am Ende UI L minus 1 minus UIL plus C1 kleiner gleich C2. Und ganz zum Schluss, da das Ganze ja ein Zügel bilden soll, UIL minus U1 plus C1 kleiner gleich C2. Ja? Also Sie sehen besser als ich, ob da ein Fehler noch drin steckt, aber ich glaube nicht, oder? Das sind genau die Bedingungen,
da oben mit x gleich 1 eingesetzt. So, fällt Ihnen da was auf? Sie haben in der Schule und im Studium sehr viele Aufgaben gelöst, bei denen es letztendlich um Vereinfachung ging. Genau, wenn Sie alle diese Bedingungen addieren, also die linken Seiten addieren und die rechten Seiten addieren, dann fallen sämtliche U-Werte raus, weil das eine zyklische Teleskopsumme wird. Ja, Sie kennen den Begriff, ne? Jeder U-Wert kommt einmal negiert und einmal unnegiert vor, also hebt sich jeweils hinweg. Und das, was wir als Ergebnis herauskriegen, ist L mal C1 kleiner gleich C2 beziehungsweise L, nein, das L gerade weg, C1 kleiner gleich C2. Und beachten Sie, dass das eine Äquivalenz, also erstmal noch, was lernt uns das? Naja, da oben steht, wenn C1 größer C2 ist, kommt die Annahme, dass es eine Subtur gibt auf 2 bis n zu einem Widerspruch. Wir haben abgeleitet aus den Bedingungen C1 kleiner gleich C2 und da haben wir genau den Widerspruch zu C1 größer C2. Ja, wenn aus der Existenz einer Subtur auf 2 bis n folgt, dass C1 kleiner gleich C2 ist und wenn wir C1 und C2 so setzen, dass C1 größer C2 ist, kann es keine Subtur mehr geben. So, das sollte ich jetzt auch fotografieren. Bitte? Ach so, da, bevor ich es fotografiere, noch diesen kleinen Flüchtigkeitsfehler. Noch ein Flüchtigkeitsfehler. Ah ja, da ist noch ein Flüchtigkeitsfehler, danke. Die müssen nicht für die Ewigkeit aufgenommen werden, die Flüchtigkeitsfehler. Gut, also, und jetzt sehen Sie auch, dass hoffentlich, dass diese Bedingungen nicht vom Himmel gefallen sind, sondern dass jemand genau so eine Idee vage im Kopf hatte wahrscheinlich und dann so ein bisschen rumgepfriemelt hat, festgestellt, ja, was passiert denn, wenn wir die Bedingungen aufsummieren? Ist nicht das erste Mal, dass jemand auf die Idee gekommen ist, Bedingungen aufzusummieren. Wie kriegt man das hin, dass da ein Widerspruch rauskommt und dann auf so eine Idee gekommen sind? Das fällt natürlich insofern auch nicht vom Himmel, weil zyklische Teleskopsumme und sowas sind ja auch nicht wirklich was Neues. Ohne dass ich damit natürlich die Genialität des Erfinders damit das Licht unter den Scheffel stellen möchte. Das war natürlich schon immer noch eine großartige Leistung, das hinzubekommen. So, also wir können das Ganze jetzt nochmal abstrakt sehen. Wir nehmen an, es gibt eine solche Subtur, I1 bis IL, zyklisch wieder I1. Und wir summieren die Ganzen. Hier ist nochmal die Summe in weniger übersichtlicher Form formuliert. Es ist genau die Summe, die ich hier angedeutet hatte mit dem Untereinanderschreiben der Bedingungen. Und Erkenntnis, dass wir die U's alle streichen können. Was übrig bleibt, sind die X'e. Die X'e sind aber alle gleich 1. Und es bleibt genau das letztendlich übrig. Nur in anderer Form aufgeschrieben. So, jetzt die zweite Einsicht. Die zweite Einsicht, dass keine Rundtur ausgeschlossen wird, wenn wir C1 und C2 sehr spezifisch wählen, nämlich C1 gleich n und C2 gleich n minus 1. Also ich schreibe nochmal die Bedingungen an die Tafel, damit Sie die vor Augen haben. Das fotografiere ich dann aber nicht ab. Die Bedingungen finden Sie ja
jederzeit auf der Folie. Für alle i aus 2 bis n soll gelten ui minus uj plus, jetzt setzen wir es ein, n mal x ij kleiner gleich n minus 1. So, n c1 gleich n, c2 gleich n minus 1. Gut, vielleicht noch zur Sicherheit c1, c2 dazu geschrieben. So, was müssen wir denn jetzt zeigen? Wir wollen zeigen, dass durch diese Bedingung keine Runde ausgeschlossen wird. Das heißt, wir nehmen uns eine Runde her. Irgendeine. Nicht, Sie kennen aus der Mathematik die Formulierung beliebig aber fest. Kommt Ihnen bekannt vor? Okay. So, wir nehmen uns also eine Runde her, beliebig aber fest. Und was müssen wir für diese, also damit haben wir die x-Werte. Die nehmen wir uns her. Fest. Beliebig aber fest. Als eine Runde. Was müssen wir jetzt zeigen? Wir müssen jetzt zeigen, es gibt zu diesen x-Werten entsprechende u-Werte, sodass beides zusammen, die gegebenen x-Werte aus der Rundtour plus die von uns dazu erfundenen u-Werte, beides zusammen erfüllt die Bedingungen. Das ist das, was wir zeigen müssen. Dass für jede Rundtour die x-Werte, dass es zu denen u-Werte gibt, sodass x und u-Werte zusammen diese Zusatzbedingungen erfüllen. Ja, die ersten Bedingungen, die nur auf den Xen sind, die haben wir ja längst abgehakt. Es geht ja nur um diese Bedingungen, wo auch die U-Werte reinkommen. So. Also, wir betrachten eine beliebige, aber feste Rundtour und die dazugehörigen X-Werte, x, i, j gleich 1, wenn j auf i zyklisch in der Rundtour folgt. Und was wir zu zeigen haben, ist, dass es ganzzahlige Werte u2 bis un gibt, sodass diese hässlichen Nebenbedingungen mit diesen u-Werten und den gegebenen x-Werten erfüllt sind. Und jetzt kommt die Intention ins Spiel. Wir haben gesagt, die Intention der u-Werte ist, dass der u-Wert eines Knotens immer die Position dieses Knotens in der Rundtour angibt. Wenn wir jetzt also ein funktionierendes Beispiel für die U-Werte suchen, was liegt näher, als mit dieser Intuition das zu probieren? Das heißt, wir geben jedem einzelnen Knoten genau diesen U-Wert, der Intention entspricht. Wir haben die Rundtour, wir wissen also, was ist der Knoten 1 ist festgelegt, der erste Knoten auf der Rundtour, der zweite Knoten, wir wissen, welcher das ist, der kriegt U-Wert 2, der dritte Knoten, wissen wir auch, was das ist, der kriegt U-Wert 3 und so weiter und so fort. Und damit probieren wir es, ob es durchgeht. Wenn es nicht durchgeht, haben wir Pech gehabt, müssen wir uns überlegen, was wir damit mit der Situation machen, aber wie Sie sich denken können, wird es natürlich durchgehen. So, also für jeden U-Wert, für jeden Knoten setzen wir den U-Wert gerade auf seine Position. So, und jetzt machen wir uns erst einmal klar, was das heißt, nämlich was das erst einmal für eine Konsequenz hat, nämlich für jede Kante in der Rundtour unterscheidet sich der U-Wert des Zielknotens von dem U-Wert des Startknotens um genau 1. Hier ist jetzt aber wichtig, dass das nur 2 bis n ist. Denn für die eine Kante, die zurückgeht und den Kreis schließt, kann das natürlich nicht gelten. Ja, das kann nie und nimmer zyklisch gelten, entlang diese Bedingung, dass für jede Kante der U-Wert des Startknotens um 1 kleiner ist als der U-Wert des Zielknotens. Ja, das geht zyklisch nicht auf. Aber der Zyklus ist, wir haben keinen Zyklus mit U-Werten, sondern dadurch, dass der Knoten 1 nicht im Spiel ist, nur die Knoten 2 bis n, haben wir zwei Kanten nicht im Spiel und für die anderen Kanten gilt das jeweils hier. So haben wir die U-Werte gesetzt. Das ist gerade, wie wir sie gerade eben festgesetzt haben. Ja? Für jede Kante auf der Rundtour gilt uj gleich ui
plus 1. Eben eine Position weiter. Mehr ist das nicht. So, jetzt wollen wir für jede Kante zeigen, dass die Reihen für jede Kante im Graphen zeigen, dass die Bedingung für diese Kante nicht verletzt ist durch die Rundtour mit dieser Setzung der U's. Und wenn ich für jede Kante sage, dann meine ich wirklich für jede Kante, nicht nur die auf der Rundtour, sondern auch die Kanten, die nicht auf der Rundtour sind, darf die Bedingung nicht verletzt sein. Machen wir eine Fallunterscheidung. Wir nehmen uns zuerst eine Kante her, die auf der Rundtour drauf ist. So, wenn eine Kante auf der Rundtour drauf ist, haben wir gerade eben gesehen, dass die Differenz, das ist die Position des Startknotens dieser Kante, das ist die Position des Zielknotens dieser Kante, dieser Wert ui minus j ist gerade minus 1. Das heißt, wir können ui minus j ersetzen durch minus 1. Erster Punkt. Zweiter Punkt, wenn wir eine Kante haben, die auf der Rundtour drauf ist, können wir auch den x-Wert setzen. Das heißt, der x-Wert hier an dieser Stelle ist 1. Das heißt, die ganze Bedingung reduziert sich darauf, die ui minus oj haben wir zu minus 1 runtergedampft. Das x haben wir durch 1 ersetzt, fällt als Faktor weg. Das heißt, alles, was von dieser schönen, großen, langen, komplizierten Bedingung übrig geblieben ist, ist auf der rechten Seite weiterhin c2. Da haben wir nichts dran geändert. Und auf der linken Seite ist übrig geblieben c1 minus 1. Und wenn c1 gleich n und c2 gleich n minus 1 gesetzt wird, dann stimmt das. Beachten Sie, dass das ein Äquivalenzschluss ist. Ja, ich habe nur unter der Annahme, dass diese Kante auf der Rundtour drauf ist und dass die U-Werte so gesetzt sind, sind alle Schlüsse, die ich gemacht habe, von der allgemeinen Bedingungen zu dieser sehr vereinfachten Form sind Äquivalenzschlüsse, gehen genauso gut umgekehrt. Das bedeutet, da diese Bedingung erfüllt ist durch unsere Wahl von C1 und C2, ist auch die ursprüngliche komplizierte Bedingung für diese Kante erfüllt. Also wir haben heute nicht viel Stoff, aber dafür ein bisschen Logik zu knabbern, ein bisschen Beweislogik zu knabbern. Aber ich denke, wenn Sie sich jetzt vielleicht noch unsicher fühlen, wenn Sie das nochmal abhören und die Aufnahmen abhören und die Folien sich anschauen, in Ruhe, dann wird das schnell klar werden. So, zweiter Fall, diese Kanten müssen wir auch behandeln. Auch für eine Kante, die nicht auf der Rundtour ist, muss die Bedingung erfüllt sein, weil jede nicht erfüllte Bedingung führt dazu, dass diese Rundtour mit dieser Setzung der U-Werte keine zulässige Lösung ist. Also wenn wir zeigen wollen, dass unsere ursprüngliche Rundtour mit ihren x-Werten und die von uns dazugenommenen u-Werte eine zulässige Lösung sind, müssen wir natürlich jede einzelne Bedingung betrachten, ob die jetzt erfüllt ist oder nicht. So, also der zweite Fall noch. IJ ist nicht auf der Rundtour drauf, dann wissen wir, dass die x-Werte 0 sind. Damit reduziert sich die Bedingung natürlich noch mal sehr stark. Dieser letzte Summand hier, n mal xij, fällt weg. Und was übrig bleibt, ist ui minus j kleiner gleich c2. Und jetzt kommt noch mal zum Tragen, dass die u-Werte alle im Wertebereich 2 bis n sind. Wenn hier auf der rechten Seite n minus 1 steht und die uis und ojs sind alle im Wertebereich 2 bis n, dann ist das trivialerweise erfüllt, denn zwei Werte, die im Wertebereich 2 bis n sind, können sich um höchstens n minus 1 unterscheiden. Kleiner gleich n minus 1 ist erfüllt. Und beachten Sie auch hier wieder einen Äquivalenzschluss. Unter der Annahme, dass die Kante nicht auf dem Rundtour ist, ist diese Bedingung tatsächlich äquivalent zur ursprünglichen Bedingung. Ja, im ersten Teil des Beweises, wo wir Subtouren ausgeschlossen haben, waren es keine Äquivalenzschlüsse, brauchten wir auch nicht. Ja, für den Beweis eines Widerspruchs brauchen wir keine Äquivalenzschlüsse. Für den Beweis, dass es kein Widerspruch drin ist, in den ursprünglichen Bedingungen, müssen wir Äquivalenzschlüsse haben, wenn wir so vorgehen wie hier, ursprüngliche Bedingungen hernehmen, vereinfachen,
zeigen, dass kein Widerspruch ist. Nur wenn es ein Äquivalenzschluss war, können wir daraus auch schlussfolgern, dass die ursprüngliche Bedingung nicht in Widerspruch läuft. Gut, und damit haben wir unser Modell wieder erreicht, ein deutlich kleineres Modell. Hier nochmal aufgeführt, nochmal die Korinthenkrackerei, die wir eben schon mal für das erste Modell gemacht haben. Brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen durchzugehen, aber es ist offensichtlich, dass die Größe des Modells abschätzbar geworden ist durch ein Polynom kleinen Grades. Also handhabbar bei heutigen Rechnern. So, also was haben wir jetzt von diesen zwei verschiedenen Modellierungen, insbesondere von dieser letzten Modellierung, gelernt? Wir haben zusätzliche Hilfsvariablen. Ja, das Wort Auxiliary ist im Deutschen das Präfix Hilfs. Was hier steht, sind Hilfsvariablen. Eine Frage? Ich verstehe nicht. Wie kriegen Sie die zusätzlichen Variablen dazu, die U-Variablen, die richtigen Werte anzunehmen? Indem Sie alles in den Löser packen und denen das Problem lösen lassen. Oder nehmen Sie es von Hand lösen. Es geht ja hier in dieser Vorlesung nur darum, korrekt zu modellieren. Und das haben wir erreicht. Sie sagen, wir müssen noch zusätzliche Variablen einführen, um dafür zu sorgen, dass das tatsächlich die U-Werte der Permutation darstellen. Erste Antwort, nein, brauchen wir nicht. Denn wir müssten nur zeigen, es muss nur eine Belegung mit U-Werten geben und die Permutation ist zufällig, eben nicht zufällig, so eine. Ja, mehr mussten wir nicht zeigen. Wir mussten nur zeigen, für jedes X muss es ein solches U geben. Und wir haben eingesehen, dass diese Permutationswerte tatsächlich so eine Belegung sind. Ja? Wir müssen nicht zeigen, wir wollen ja nur zeigen, dass das Modell funktioniert. Dazu müssen wir nicht zeigen, dass es nur mit speziellen U-Werten, nämlich diesen Permutationswerten, funktioniert. Das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort ist, auf dem Übungsblatt werden Sie zu beweisen haben, dass tatsächlich diese Permutation die einzigen U-Werte sind, die eine zulässige Lösung mit den gegebenen x-Werten ergeben. Sie hatten sich noch gemeldet? Ach so, ja. War das jetzt nicht klar, dass natürlich die anderen Nebenbedingungen weiterhin da sind? Genau eine Kante rein, genau eine Kante raus. Dass es hier nur darum ging, eben Subtouren zu eliminieren. Was die U's machen, sie sorgen dafür, die U's können in diesem Modell nicht allzu wild Werte annehmen, bei gegebenen X-Werten. Ja, sie haben die X-Werte aus Naruto gegeben. Ja, sie werden auf dem, wie gesagt, auf dem, glaube ich, fünften Übungsblatt in der ersten Aufgabe zu beweisen haben, dass jede andere Belegung der U-Variablen mit Werten außer der hier verwendeten, jeder andere führt zu einer nicht zulässigen Lösung. Aber das muss nicht sein. Wenn es andere alternative Belegungen für eine gegebene Rundtour an alternative Werte für die U-Variablen gäbe, würde uns das nicht stören. Ja, die U-Variablen, die schmeißen wir hinterher weg. Die brauchen wir nicht mehr. Das ist vielleicht ein interessanter Punkt. Dadurch, dass wir wissen, dass die U-Werte, dadurch, dass wir durch das Übungsblatt wissen, dass die U-Werte nur diese bestimmten Permutationswerte annehmen, können wir sie weiterverwenden. Können wir gleich die Position ablesen. Wenn wir das nicht wüssten, wenn es noch mehr Möglichkeiten gäbe, wie die U-Werte bei gegebenen X-Werten sein könnten, dann würden wir die ganz einfach wegschmeißen. Die X-Werte sind das, was wir verwenden. Die U sind nur hier. Sie haben genau an der richtigen Stelle gefragt, als ich gerade das Wort Auxiliary erklärt habe.
Die U-Werte sind nur Hilfsvariablen, die es uns erlaubt haben, ein Modell, wie wir es haben wollen, zu basteln. Genauso wie bei homogenen Koordinaten die weitere hinzugefügte Koordinate. Ich sollte vielleicht nochmal sagen, damit es keine Missverständnisse ergibt, auch bei einem dreidimensionalen Vektor wird nur eine Koordinate hinzugefügt, bei homogenen Koordinaten, nicht drei oder so etwas. Es bleibt immer bei einer zusätzlichen Koordinate. Aber wenn Sie interessiert, schauen Sie lieber in Wikipedia, glaube ich, der Eintrag ist ganz gut zu homogenen Koordinaten oder sonst halt in Lehrbücher. Ja, und auch hier bei den homogenen Koordinaten wird hinterher diese Koordinate weggeschmissen wieder, die braucht man nicht. Bei Projektionen bleibt es nicht bei der 1, da ändern sich die Werte tatsächlich unten, aber diese Werte, die da unten entstehen, die schmeißt man genauso weg wie die U-Werte hier. Ist es klarer geworden? Okay, also heute ein bisschen mehr logisch anspruchsvoll, dafür aber gar nicht so viel Stoff. So. So, der Beweis, dass diese neuen Bedingungen unerwünschte Lösungen ausschließen, war immer noch ziemlich Standard, nicht? Es war zwar ein bisschen musste man rumtricksen, aber immer noch Standard. Jetzt umgekehrt, der zweite Teil, der Beweis, dass keine Runtur, also keine erwünschte Lösung ausgeschlossen wird, hatte eine gewisse andere Qualität, als sie Ihnen, glaube ich, typischerweise in der Mathematik untergekommen ist. Ich hatte schon mal überlegt, ob ich aus meinem Mathematikstudium irgendeinen Grundstudiumsbeweis kenne, der so ähnlich ist. Mir ist aber da nichts speziell direkt eingefallen, was aber nichts heißen muss. Also, wir nehmen uns eine Lösung her, konstruieren dazu in Begriffen von x. Das war jetzt natürlich ein Anglizismus, sorry. In Begriffen von x gibt es nicht im Deutschen. Das war jetzt von mir übersetzt in Terms of. Also in Gestalt von x nehmen wir uns irgendeine Lösung her und konstruieren dazu den zweiten Teil der Lösung, die u-Werte, sodass x und u zusammen die Bedingungen erfüllen. Und was ich hier noch dazu geschrieben habe, siehe homogene Koordinaten als weiteres einfacheres Beispiel, dass das durchaus ein Standardweg des Reasoning, der Überlegung ist, die man im Hinterkopf behalten sollte. Sofern man sie in dem Moment, nachdem man es dann verstanden hat. So, jetzt noch eine Nebenbedingung. Entschuldigung, Nebenbedingung. Ich habe zu viele Nebenbedingungen jetzt gehabt. Eine Nebenbemerkung oder wie nennt man Nebenfrage? Sagt man nicht, glaube ich. Naja, Sie verstehen schon. So, warum hat man nur Variable 2 bis n mit den zugehörigen Bedingungen? Warum hat man nicht 1 bis n? Erste Antwort ist eine pragmatische Antwort, so wie wir es hier gemacht haben, so funktioniert alles und das Ganze ist korrekt. Also, why fix if it ain't broke? Warum etwas reparieren, was nicht kaputt ist? Den Satz habe ich aus meiner Zeit in Australien mitgenommen, der gehört da zur Alltagskultur. Warum etwas reparieren, das nicht kaputt ist? Ich würde mir wünschen, dass unseren Politikern, insbesondere unseren Hochschulpolitikern, öfters mal dieser Satz einfallen würde, denn wenn ich das mal so pauschal sagen darf, ich finde, es werden eine ganze Menge Dinge in Deutschland repariert, die gar nicht kaputt sind. Aber gut, da kann man verschiedener Meinung dazu sein. Also erste Antwort, wir haben einen Beweis, ja? Was soll's? Zweite Antwort, vielleicht denken Sie noch mal kurz drüber nach, warum jetzt diese Bedingungen, die ja da noch an der Tafel stehen, warum die nicht ausweiten auf 1 bis n stattdessen? Jetzt habe ich, weiß ich nicht, wer sich zuerst gemeldet hat, aber Sie haben jetzt nicht so viel bisher gesagt. Sie sind bisher noch nicht so viel zum Zug gekommen, sollte ich genau formulieren. Genau. Wollten Sie noch was dazu, was anderes sagen? Ja, genau. Also,
Genau, das ist der Punkt. Wenn wir jetzt die U-Werte für 1 bis n hätten und die entsprechenden Bedingungen für alle Paare von Knoten 1 bis n, dann könnten wir dieselbe Logik Ausschluss von Subtouren auch auf jede Rundtour anwenden und hätten damit auch nach dieser Logik alle Rundtouren ausgeschlossen. Wir hätten wieder die leere Menge als Lösungsmenge. Also, das ist der Grund dafür, warum man nur auf 2 bis n Subtouren ausschließt und 1 festgehalten hat. So, und hier steht das nochmal, was wir jetzt eben erarbeitet haben, zum Mitnehmen nach Hause. So, damit sind wir mit dem TSP fertig. War doch gar nicht so. Ja? Er hat überhaupt nicht gebohrt. Kennen Sie noch den Spruch? Kennen Sie nicht mehr? Oh, fühle ich mich alt. Das kannte früher jedes Kind aus der Werbung von irgendeiner Zahnpasta-Firma. Ich habe vergessen, welche das war. Und am Ende kommt das Kind freudestrahlend zur Mami vom Zahnarzt. Mami, Mami, er hat überhaupt nicht gebohrt. Okay. Es gibt bestimmt irgendwo im Internet irgendwie die uralten Werbesachen oder so etwas. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, sich mal anzugucken. So toll waren die, glaube ich, in der Retrospektive jetzt auch nicht. Definitiv nichts für die Kannrolle. Die Kannrolle kennen Sie doch, oder? Leute. Ein Wettbewerb, die witzigsten Werbesendungen der Welt. Gibt es das heute gar nicht mehr? Weiß ich gar nicht, ob die mal irgendwann abgeschafft wurde. Aber lohnt sich reinzuschauen. Suchen Sie mal danach. Gibt es bestimmt eine Menge Informationen dazu im Internet. So, wir kommen jetzt zu einem zweiten Beispiel. Eine völlig andere Problemstellung jetzt als ein ILP zu modellieren. Und diese andere Problemstellung müssen wir jetzt erst einmal einführen. Die führen wir in zwei Formen ein. Die erste Form sehen Sie auf dieser Folie und danach vergessen wir die erste Form. Wir beschäftigen uns mal dann mit der zweiten Form, die Sie ab der nächsten Folie erst sehen. So, die erste Form, die führe ich nur deshalb ein, weil es die klassische Form ist, mit der man sich schon im 19. Jahrhundert beschäftigt hat. In der klassischen Form ist das Steiner Problem folgendes: Sie haben Knoten, Punkte in der Ebene, ja, und Sie wollen einen Baum konstruieren, der auf diesen Punkten der möglichst geringe Gesamtlänge hat. Euklidische Länge wieder hergenommen als Länge einer Kante. Und Sie sehen hier, an diesen Stellen hier oder hier, nicht nur die gegebenen Punkte dürfen Knoten sein, sondern bei der Konstruktion des Baums darf man noch weitere Knoten einfügen. Wenn nur die Punkte Knoten sein dürften, wäre es ganz einfach. Das wäre ein ganz einfaches minimal spannendes Baumproblem. Fertig. Aber dank dieser Punkte ist das ein in geschlossener Form, nach allem, was man weiß, nicht lösbares Problem. Es gibt einen Riesenhaufen von wissenschaftlicher Literatur darüber, wie man solche Probleme dieser Art im Allgemeinen oder in beschränkten Situationen mit effizienten Algorithmen lösen kann, beziehungsweise wie man optimal Lösungen charakterisieren kann und so weiter und so fort. Wie gesagt, seit mindestens Mitte des 19. Jahrhunderts sehr intensiv betrachtet. Was wir uns anschauen, ist die Situation, wo es nicht um Geometrie geht. Also, dass hier auf der Folie Geometrie zu sehen ist, liegt nur daran, dass ich es Ihnen natürlich illustrieren möchte. Aber wir haben es tatsächlich mit einem abstrakten Graphen zu tun, wo die Einbettung in die Ebene nur der Übersichtlichkeit der Präsentation in der Vorlesung dient, aber keinerlei Bedeutung hat. Und dass der Graph hier planar ist, ist auch nur der Tatsache geschuldet, dass ich natürlich ein schön übersichtliches Beispiel wählen wollte. Ja, im Allgemeinen muss der Graph nicht planar sein. So, Sie haben also einen ungerichteten Graphen mit Kantenlängen, die können jetzt beliebig gewählt sein. Und Sie haben eine Teilmenge der Knotenmenge gegeben. Das sind die Terminale. Und was Sie wollen, ist ein Baum in diesem Graphen, der alle Terminale aufspannt.
nicht alle Knoten wie beim MST, sondern nur die Terminale aufspannt, aber auch natürlich weitere Knoten neben den Terminalen enthalten kann, meistens auch enthalten muss, weil man nicht immer von einem Terminal zum anderen über eine Kante kommt. Also muss es da weitere Knoten in dem Baum geben, neben den Terminalen. Aber es müssen nicht alle Knoten drin sein, im Gegensatz zum MST. Ja, diese Knoten hier sind nicht drin. Ja, also eine sehr natürliche Erweiterung des Minimalspannbaumproblems. Zunächst mal ganz kurz. Ich werde natürlich immer wieder gefragt, was ist wichtig für die Prüfung, was kommt dran. Da sage ich immer natürlich, ich mache nichts in der Vorlesung, was so unwichtig ist, dass es nicht prüfungsrelevant wäre. Aber so Sachen wie hier, Georg Steiner, 1796 bis 1863 ist natürlich definitiv kein Prüfungsstoff für eine Vorlesung algorithmische Modellierung. Warum Steiner? Das ist die Antwort. Wenn Sie mehr wissen wollen, ich glaube, der Wikipedia-Eintrag zu Georg Steiner ist auch wieder ganz gut. Why Tree? Warum Baum? Ja, haben Sie gesehen. Wir verlangen wieder nur zusammenhängt. Ja, alle Knoten sollen mit allen vernetzt sein, alle Terminale, so genau gesagt, sollen mit allen Terminalen vernetzt sein. Aber wenn die Kantengewichte positiv sind, was sie ja in der Regel in Anwendungsszenarien sind, wenn die Kantengewichte positiv sind, ergibt sich natürlich bei Minimierung, dass keine Zykel übrig bleiben. Weil wenn ein Zykel übrig bleibt, können sie eine Kante willkürlich rausnehmen und Sie haben eine bessere Lösung. Also Optimallösungen, Minimallösungen sind zykelfrei und damit Bäume. So, euklidische Distanzen, beliebige Distanzen, klar. So, minimal spannenden Baum, kennen Sie das, die Problemstellung aus der GDI 2, ja, Stichworte Algorithmus von Prim, Algorithmus von Kruskal, sollte Ihnen, egal wer, bei wem Sie die GDI 2 gehört haben, sollte Ihnen noch irgendwie dunkel vertraut sein. Oder? Haben Sie schon mal von gehört? Gut. So, das ist ein echter, proper. In dieser Situation wird echter Spezialfall wird mit proper übersetzt, genauso wie zum Beispiel echte Teilmehrmenge proper Subset heißt, nicht real Subset oder sowas. Ein echter Spezialfall des Steinerbaumproblems, worin beim MST sind alle Knoten Terminale, die miteinander zu verbinden sind. Und beim Steinerbaumproblem ist die Terminalmenge, die nicht leere Terminalmenge, eine beliebige Teilmenge der Knotenmenge. Eine beliebige nicht leere Teilmenge der Knotenmenge. Kann im Einzelfall die Gesamtknotenmenge sein, dann haben wir das MST, oder eben eine echte Teilmenge der Knotenmenge. So, das Minimalspannbaumproblem ist polynomial. Das wissen Sie, sogar sehr effizient lösbar. Also irgendwas mit linear mal logarithmischer Faktor. Ja, ich will jetzt nicht genau die Details mit wie der Knotenzahl, Kantenzahl eingeht, aber extrem schnell. Also auch auf großen Graphen, wenn man das wieder ins Praktische übersetzt, praktisch Echtzeit. Das Einlesen der Daten kostet wahrscheinlich mehr als die Berechnung des spannenden Baums. Diese klitzekleine Verallgemeinerung ist NP schwer. Man kann natürlich beides beweisen, dass es eine Polynomiale ist, wissen Sie, aus der GDI 2, dass das andere NP schwer ist, kann man auch mathematisch beweisen, aber vielleicht so einen kleinen Eindruck zu bekommen, warum, wenn man sich die Beweise anschaut, beziehungsweise das Hintergrundwissen zu minimal spannenden Bäumen hat, worüber wir hier nicht reden wollen, dann springt ins Auge, was der entscheidende Unterschied ist, warum das MST polynomial lösbar ist und das Steinerbaumproblem nicht. Der entscheidende Unterschied ist der, dass beim MST wissen Sie, jeder spannende Baum hat dieselbe Anzahl von Kanten, nämlich Knotenzahl minus 1. Das wissen Sie bei minimal spannenden Bäumen. Hier können verschiedene Steinerbäume verschiedene Anzahl von Kanten enthalten. Und wenn man sich das Hintergrundwissen, was dazu erarbeitet worden ist, zu dieser ganzen Problemstellung scharf anschaut,
dann wird man, glaube ich, ich glaube nicht, dass die anderen Algorithmiker mich da jetzt zerreißen, wenn ich sage, das ist eigentlich so die Essenz, warum das eine einfach und das andere schwer ist, weil beim MST alle Lösungen gleich groß sind, gleiche Anzahl Kanten haben und beim Steinerbaum-Problem nicht. So das Austausch, man kommt von einem zum anderen MST immer durch den Austausch einer Kante und so weiter und so fort. Das ist alles viel übersichtlicher als im Steinerbaum-Problem. Aber das würde jetzt zu weit führen, Ihnen zu erklären, wie ich da auf diese Interpretation komme. Lassen wir es dabei beruhen. So, es geht noch weiter und das wird dann Stoff für auch für das fünfte Übungsblatt sein. Ich glaube, es ist das fünfte Übungsblatt. Steiner Packung. Jetzt haben Sie einen Graphen weiterhin gegeben mit Kantenlängen, einen ungerichteten Graphen mit Kantenlängen, aber Sie haben nicht eine Terminalmenge, sondern Sie haben mehrere Terminalmengen. Und für jede einzelne Terminalmenge, so wie diese hier, ich habe die einzelnen Terminalmengen, ich habe natürlich versucht, ein übersichtliches Beispiel zu wählen, so dass es weiterhin ein planares Beispiel ist und die Terminale nah beieinander sind, die miteinander zu vernetzen sind. Also hier diese vier Terminale, diese zwei sind zu vernetzen und so weiter und so fort. Zu vernetzen durch Steinerbäume, die sich nicht berühren. Ja, die keinen Knoten und schon gar keine Kante gemeinsam haben. Hier keine Berührung. Ja, das sollte Sie an etwas erinnern aus dem Bereich Hardware. Nämlich, ich gehe mal gleich weiter. Hier, solche Dinge sollten Sie schon mal im Studium oder sonst wo gesehen haben, gehören eigentlich inzwischen zum Folklorewissen, müssen Sie gar nicht für studieren. So ein Mikrochip, wissen Sie, in abstrakt gesehen, kann man sich das vorstellen als einen dreidimensionalen Gittergrafen, der in zwei Dimensionen riesengroß ist und in der dritten Dimension jetzt nicht gerade so groß ist. Es gibt komplexere Topologien mit Diagonalen und so weiter, aber so im allereinfachsten Fall erstmal so ein Gittergraph, so wie ich das hier versucht hatte zu zeichnen. Ich hoffe, dass die Zeichnung stimmt. Und Sie haben darin verschiedene Verbindungen zu realisieren, verschiedene elektrische Verbindungen. Hier nun mal angedeutet mit einem Beispiel, ja, wo einer dieser Pins der Master ist, der sendet ein Signal aus und die anderen sind den Slaves, die bekommen das Signal, sollte Ihnen alles bekannt vorkommen, oder? So halbwegs jedenfalls. Haben Sie das im Studium gesehen? Ungefähr? Gar nicht. Nicht in TGDI? Na gut, jetzt haben Sie es jetzt gesehen, aber ich glaube, es gehört doch zum Folklorewissen von jedem, der schon mal eine Computerzeitschriften gelesen hat, oder? Genau. So, und natürlich haben Sie hier, wenn hier Signale elektrisch durchlaufen, haben Sie also die Potenziale entsprechend sich immer wieder einschwingen. Muss natürlich sein, wenn Sie zwei verschiedene Verbindungen hier realisieren, zwei verschiedene Signalverbindungen, dass die keinen Kontakt miteinander haben. Sonst würden sie sich ja gegenseitig stören. Das ist VLSI, Very Large Scale Integrated Circuits. Und das ist ein Beispiel für ein Steiner Packungsproblem. Allerdings muss man dazu sagen, die Zielfunktion ist nicht ganz trivial. Weil es ist nicht einfach die Länge. Was ist das Ziel des Ganzen? Das Ziel ist, nicht nur natürlich diesen einen, sondern eine Riesenanzahl, Tausende, vielleicht Millionen von solchen Steinerbäumen, jeweils für eine vorgeschriebene Menge von Pins zu realisieren, sodass die alle sich gegenseitig nicht berühren. Das Ziel ist, die Taktfrequenz hochzukriegen. Wovon hängt die Taktfrequenz ab? Sie hängt davon ab, wenn ein Takt kommt und hier ein Signal beim Master
losgeschickt wird, dann müssen sich die Potenziale wieder. Oh, ich rede hier, ich verwende nicht die korrekten Begriffe. Müssen sich die Potenziale wieder einschwingen und erst dann, wenn es ausreichend eingeschwungen ist, darf der nächste Takt kommen. Solange hier noch die Potenziale nicht eingeschwungen sind, solange darf nicht der nächste Takt kommen, sonst gibt es Kraut und Rüben. Und wie das Einschwingverhalten eines solchen Drahtes, in Anführungszeichen, wie das abhängt von der Topologie, das ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Diese Zielsetzung ist bei weitem nicht wirklich verstanden. Und was man aber tut, ist auch vielleicht etwas, was Sie im Hinterkopf behalten sollten, als allgemeine Lösungstechnik, dass man erst einmal die Flaschenhälse identifiziert, dass man erst einmal die Pinmengen, die Terminalmengen identifiziert, von denen voraussichtlich das Ergebnis abhängen wird, ja, die am weitesten auseinander sind und am schwierigsten irgendwie zusammenzubringen sind, zu vernetzen sind. Und dass man die zunächst mal so gut wie möglich vernetzt, jeweils, und dann den großen, das werden ganz wenige sein, ja, und dann den großen Rest suboptimal vernetzt. Ja, mit zum Beispiel, indem man anstelle des tatsächlichen Einschwingverhaltens irgendwie die Gesamtlänge des Steinerbaums als Maßstab hernimmt. Dann ist das mit Sicherheit in Bezug auf die echte Zielfunktion suboptimal, aber ausreichend gut, weil diese Riesenanzahl von Steinerbäumen nicht der Flaschenhals sein werden, sondern die paar, die man vorher identifiziert hat, die werden der Flaschenhals sein. Die hat man aber möglichst gut in einer ersten Phase ausgelegt. So, noch eine Variante. Möglicherweise wird man nicht eine Verbindung haben wollen zwischen zwei Punkten, sondern viele, ja. Wir wollen zwischen, was weiß ich, Darmstadt und New York nicht nur eine Verbindung haben, wie man auf einem Baum hätte, sondern es sollen zwischen Europa und Amerika sollen viele disjunkte Verbindungen sein. Wenn eine ausfällt oder wenn zwei ausfallen, dass dann entsprechend noch Verbindungen überleben, es sei denn, wir haben einen ganz großen Ausfall, was weiß ich, ein Meteorit löscht alles Leben aus, dann ist es auch egal, ob da noch Verbindungen vorhanden sind oder nicht. Gut, das ist noch eine Variante, die wir jetzt aber hier nicht weiter besprechen, die ich nur erwähnen will. Wie gesagt, diese Variante eben, Steinerpacking, ist ein Übungsblatt, ist eine Übungsaufgabe auf dem Übungsblatt. Die will ich nur ganz kurz benennen. Wenn Sie ein Kommunikationsnetzwerk auslegen, klar, zu irgendeinem Bauernhof auf der Alm irgendwo, wird man nicht zwei verschiedene Verbindungen auslegen, sondern eine. Und wenn diese Verbindung ausfällt, weil da ein Bagger irgendwie die Leitung angegraben hat, dann hat dieser Bauer halt Pech gehabt. Ja, natürlich. Aber umgekehrt, wenn es große Bereiche sind, wenn ganze Kontinente zu verbinden sind, dann wird man eben entsprechend sich auch nicht mit zwei oder mit drei disjunkten Verbindungen zufrieden geben. Was heißt disjunkt? Dass sie möglichst wenig gemeinsam haben, weil das, was man gemeinsam haben, wenn das ausfällt, dann sind gleich beide Verbindungen weg. Also auf jeden Fall disjunkte Leitungen und idealerweise auch noch disjunkte Knotenpunkte zwischendurch. So. Also dann gegebenenfalls vielleicht auch noch Prioritätssetzungen, wenn nicht alles miteinander wirklich verbunden werden kann, wenn es zu teuer wird, wirklich alle Anforderungen, die man sich so gesammelt hat, zu erfüllen, dann noch Prioritäten. Ja, wichtige Firmen sollten gut verdrahtet sein. Leute im Outback, naja gut, die sind sowieso gar nicht verdrahtet. Da gibt es dann eben eh nur Funk. Okay. So.
Das waren alles natürlich nur Vorgeplänkel. Jetzt wissen wir, wie das Steinerbaumproblem ist. Nochmal zur Erinnerung, nachdem wir die verschiedenen Varianten gesehen haben, was ist das Steinerbaumproblem selbst? Gegeben ist ein ungerichteter Graph. Gesuch und mit Kantenlängen, beliebigen Kantenlängen und eine Terminalmenge, eine nicht leere Teilmenge der Knotenmenge. Gesucht ist eine Auswahl der Kanten, die die Terminale in diesem Graphen miteinander vernetzen, und diese Auswahl soll möglichst geringes Gesamtgewicht haben. Gesamtgewicht eben Summe der Gewichte der einzelnen Kanten, wie üblich. So, das ist die Form, die zweite Form. Wie gesagt, die erste Form in der Ebene, die vergessen wir. Wir geben den Terminalen vielleicht noch Namen, T1 bis TK. K viele Terminale. Und um das Problem leichter handhabbar zu machen und auch asymptotisch klein zu halten, ist erst einmal diese Beobachtung wichtig. Eine sehr einfache Beobachtung, die ich einfach mal an der Tafel kurz versuche zu visualisieren. So, halt, das ist noch feucht. So, wenn Sie jetzt so einen Steinerbaum haben, ich male das mal übersichtlich wieder in die Ebene rein. Das Bild lügt natürlich wie immer. Es kann beliebig komplizierter aussehen. T5, TK, so. Und jetzt haben Sie irgendwie diesen Steinerbaum hier, ja. So, so vielleicht. So, ja. Bei mir sehen die immer aus wie kleine Männchen. Komisch. So, was steht dort? Also, wenn wir so einen Steinerbaum haben, ich glaube, ich bin schon viel zu weit dabei. Moment, lass mich mal ganz kurz überlegen. Nee, doch. Wenn wir einen Graphen G' haben, der ein Baum sein kann, aber nicht sein muss. So. Wenn darin die erste Aussage der Äquivalenz ist, wenn darin jeder Knoten mit jedem anderen vernetzt ist, dann sind natürlich insbesondere, zweite Aussage, ist natürlich jeder Knoten, jedes Terminal mit 1, mit dem ersten Terminal vernetzt. Ja, das, von oben nach unten ist das eine Tautologie. Wenn alle, dann auch einer. So, umgekehrt macht man sich vielleicht am besten in so einem kleinen Beispiel klar, wenn jetzt alle Knoten mit T1 vernetzt sind, dann sind natürlich auch alle untereinander vernetzt, ja? Denn wenn es einen Pfad gibt von T1 nach T3 und einen Pfad von T1 nach T5, dann muss es natürlich auch einen Pfad von T3 nach T5 geben. Ja? Man geht zurück, schlimmstenfalls bis T1 zurück, aber in diesem Fall muss man gar nicht so weit zurückgehen, sondern man geht nur bis zu dem Knoten zurück und von T3 und biegt dann nach T5 ab. Ja, wenn jeder Knoten mit T1 verbunden ist, dann sind auch paarweise alle Knoten miteinander verbunden in diesem Gebilde G'. So, ein letztes Foto für heute.
Das vereinfacht uns die ganze Angelegenheit. Und zwar deshalb, mit Pfaden können wir umgehen. Pfade haben wir jetzt schon oft genug gesehen. Allein heute bei TSB ist ja Rundtour, ist ja auch ein Pfad. Ja, mit Pfaden können wir gut klarkommen. Wofür wir jetzt sorgen müssen, das werden wir aber heute nicht mehr schaffen, ist, dass wir sagen, erstens, es gibt einen Pfad von T1 zu jedem Terminal. Das kennen wir schon. Und zweitens, diese Pfade bilden zusammen einen Baum, gehen nicht Kraut und Rüben, sondern sind schön diszipliniert, gehen so nacheinander von T1 aus gesehen, nacheinander so auseinander, sodass sich ein Baum ergibt. Das ist der etwas kompliziertere Teil, der wird aber auch nicht so kompliziert sein, haben wir aber heute keine Zeit mehr dazu. Dann möchte ich hier an dieser Stelle schließen und darf mich bedanken und nicht vergessen, vorbehaltlich Irrtums ist nächste Woche Pfingsten und damit fällt die Veranstaltung aus. Okay, bis dann.